Hallo, liebe Sims 4 Freunde, wieder am Start und alles fit bei euch auch? Ja, hier ist auch alles fit. Und wir waren ja zuletzt bei der Familie von Binsen, da ist aber nicht viel passiert und wir haben ja, habt ihr vielleicht gesehen, hier ein neues Haus, ein Poolhaus Nummer 1. Und da haben wir eine Familie reingesteckt oder mehrere Leute reingesteckt. Und da wollen wir uns mal umschauen. Und ich glaube, bei dem Haus fehlt noch einiges. Die haben auch, glaube ich, nicht so viel Geld. Ich habe keine Ahnung. Aber das Haus ist für mich auch neu. Ich habe es einfach runtergeladen aus der Galerie. Und es steht am Beckenrand. Gucken wir uns erstmal um, ob noch irgendwas fehlt. Ja, zum Beispiel haben wir hier keine Küche und nichts. Badezimmer haben wir auch nicht. Betten haben wir nur eins, zwei. Und das sind aber vier Personen. Also fehlen nur noch Betten. Auf jeden Fall. Wir haben Wohnzimmerfernseher und wir haben aber keine Küche und kein Badezimmer. Da muss ich mal an. Eine Küche haben wir auch nicht, also wenn wir uns darum erstmal kümmern müssen. Hier sind so Einbauschränke. Das müsste eigentlich für die Küche oder so passen. Sein, das sieht aber eher so aus wie so ein Flur. Soll das sein? Schauen wir uns erstmal um, wo wir so ein Badezimmer oder sowas hinklatschen. Na klatschen nicht, aber hinstellen. Ich glaube, das beide wird das Badezimmer genommen. Da ist eine Tür drin. Keine Tür drin. Okay. Ja, da wollen wir eine Duschkabine reinpacken. Badezimmer, eine Duschkabine. Wie viel Geld haben wir denn? 6 Tage, 7. Also kann man besser sehen, was da so los ist. So, hinter der Ecke versteckt. Waschbecken braucht man natürlich auch. Nehmen wir erstmal hier. Die auch bezahlen können. Natürlich so rum. So, da haben wir einmal was. Sind vier Personen, ein Badezimmer. Naja, da müssen sie erstmal drum streiten. So. Es waren vier Personen. Also ein Doppelbett erstmal verkaufen. Nochmal zwei Einzelbetten erstmal rein. Einmal blau, einmal rot. Und bei dem anderen, glaube ich, machen wir auch noch zwei Betten rein.
verscheuern. Das machen wir mal hellblau. Haben wir zu viel gedrückt. Einmal hellblau, das haben wir noch eine Farbe. Rosa, nein, grün. So, 4 Personen, 4 Betten. Erstmal. Da haben wir eine Toilette, Badezimmer und so weiter, also nur 2 davon. Da haben wir eine Treppe da, zum Balkon. Da haben wir einen Schrank und 2x Sitzmöglichkeiten. Eine Küche. Küche, sehr wichtig. Was dann sieht da aus wie ein Partyzimmer. Also versuchen wir hier mal eine Küche draus zu machen. Oder irgendwas mit der Farbe, die passt. Nicht so ganz. Nö. Das ist die richtige Farbe dazu. Genug Ablagemöglichkeiten. Was nehmen wir denn für den Herd? Freistehende Kochplatte, Pfannkuchenprofi. Ablagezähl, Berufszweig, das haben wir ja nicht. London Standard. Ein bisschen teuer. Was soll's? Wir brauchen eine Spüle. Da drüben. Ein Papierkorb. Nehmen wir gleich den, der Geld bringt. So schlecht ist es gar nicht. Moment, den Herd, den packen wir dahin. Stopp, da. Weil da noch eine Dunstabzugshaube dazu kommt. Oder und hier auf der Decke nein. Breite Abzugshaube. Moderne Abzugshaube. Ein bisschen höher angebracht. So. Kopieren, zack. Kommt noch einer hin. Und auf die andere Seite, da kommen auch welche hin. Da haben wir wenigstens genug Ablagemöglichkeiten. Und davon kann man ja nie genug haben. Ja, nicht mehr. Und natürlich, dass es hübscher aussieht, da packen wir dann auch ein paar Accessoires hin. Verschiedene Deko, genau. Eine Waage, brauchen wir eine Waage? Nee. Ein Gewürzkorb. So was braucht man. Messerblock haben wir auch irgendwo gehabt. Wo ist der Messerblock? Antike Kaffeekanne. Kleingeräte. Wellenschleuder, Nahrungs. Mikrowelle. Ja, wenn wir es auf der anderen Seite noch einstellen. Mikrowelle. Und eine Kaffeemaschine, dann nehmen wir auch die Schnäpple.
Die stellen wir gleich daneben. Oh ne, lass mal so einen frei. So, für Kaffee ist gesorgt, dafür ist gesorgt. Hier fehlen noch ein paar einige Sachen. Und zwei Badezimmer, eins oben, eins unten. Ja. Hier haben wir noch einen Partyraum zum Abtanzen und so weiter. Da werden wir auch noch mal für Musik sorgen. Oh, weiß. Wände hoch. Dann packen wir das dann am besten hin. Wo ist Fenster? Das sieht noch ein bisschen doof aus. Ist aber egal. Da sieht es eben doof aus. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen noch. Tja, habe ich auch. Und zwar ein PC sollten wir haben. Ein PC. Da packen wir den hin. Schlafzimmer? Nein. Im Wohnzimmer sieht es da mit Platz aus auch nicht so. Hier haben wir doch überall noch Platz. Die Lampen fehlen glaube ich auch noch überall. Stellen wir das doch erstmal dahin. Ein Tisch. Ein Schreibtisch, ein Mega-Schreibtisch. So mega ist dann auch wieder nicht. Ein Fenster, okay. Kommt noch ein respektabler Mittelklasse PC drauf. In weiß. Oder ein leistungsstarker Kompakt-PC. Können wir erstmal Level 10 benutzen, wenn wir was kriegen. Brauchen natürlich noch einen vernünftigen Stuhl. Den dürfen wir auch noch nicht nehmen. Nehmen wir den. Was habe ich denn von 5 haben wir noch nicht genommen? Blau. Passend zum Schreibtisch. So. Ja, wir haben noch was vergessen und zwar. Genau. Und zwar noch ein Platz, wo gefrühstückt werden kann, etc. Das ist das Partyzimmer. Kann man draußen essen? Moment. Und nach oben gehen, haben wir doch hier, ist doch überdacht, oder? Ja, es ist überdacht. Sehr schön. Wenn es überdacht ist, dann können wir da auch was hinstellen. Tisch, Esszimmer, ein Esszimmertisch, ein Megatisch, nee. Was haben wir denn noch für Tische hier? Nur was Kleines. Ja, das war doch ganz gut. Auch noch passende Stühle. Was nehmen wir denn da? Mega Esszimmertisch. Schon mit der Farbe so passen? Nee. Ja, die passen.
fast noch einer hin, falls mal Besuch kommt. So, Beleuchtung und sowas ist mir erstmal egal. Gucken wir erstmal, wie es hier so läuft. Wahrscheinlich wird es erstmal gar nicht laufen. Dann haben wir die Möglichkeit, hier oben haben wir auch noch eine, dann haben wir sogar eine Bar hier oben. Der kann erstmal runden schwimmen. Die drei sind miteinander verwandt. Und der nicht. Und guckt Fernsehen. Und lernt nichts dabei. Tim Paulus ist beim Rumstehen. Müssen sich erstmal um die Hausaufgaben kümmern und Jenny Paulus auch um Hausaufgaben machen. Ja, schon eine Grinsebacke hier. Und dann wann ist denn die Schule? Ach, gleich. Na wunderbar, dann wird das mit den Hausaufgaben heute nichts mehr. Dann lasst es mal sein. Und mir fällt gerade ein, ich habe den Kühlschrank vergessen. Hör auf, du musst gleich in die Schule. Ist eingesteckt? Ja. Wunderbar, da fängt der erste Schultag schon damit an, dass die Hausaufgaben nicht gemacht werden. So, hier fehlt noch der Kühlschrank. Weg dahin und dann packen wir uns auch den Kühlschrank hin. Viel zu teuer. Nimm den. Braun. Nein, dunkles Braun passt nicht. Was haben wir da für Farben? Würde das passen? Nicht so sehr. Keine vernünftigen Farben und ein schlechter Kühlschrank. Ja, nicht ganz das richtige Braun, aber emotionale Aura aktivieren. Moment, was hatten wir für eine Aura? Den darf ich ja gar nicht nehmen. Ha, sehr gemein. Frisch von Fuchs Ultraschall mit Deluxe Gemüsefach. Müssen wir den nehmen? Schade. Naja, kann man nichts machen. Wie sieht es mit den Fähigkeiten aus? Kann schon jemand irgendwas? Ach, die waren schon im Einsatz. Ach, nicht auch schon. Auch der ist auch schon gut drauf. Mit dem Alter, das sind noch 155 Tage bis zur nächsten Altersstufe und da sind es 355 und das sind doch, die haben alle noch viel Zeit. Sagt man, die sind noch nicht berufstätig? Nein, die gehen noch nicht arbeiten. Schauen wir mal nach, was kann denn alles Comedy? Okay, also gehen wir zur Comedy. Lalalalalala. Karriere einschlagen. Also es ging ja eigentlich nur um das Haus, also die Familie werden wir wahrscheinlich nicht lange spielen oder erstmal nicht. Sondern wir gehen dann wieder zur Familie von Binsen zurück. Ich würde hier nur mit Jobs versorgen. So, und bei ihr ist es, was kann sie denn gut? Klavier spielen, Charisma. Sollte auf alle Fälle kochen können, lernen und sollen.
Wird aber erstmal irgendeinen Job suchen. Irgendeinen. Ach, mal schauen. Mal gucken, was hat sie denn da? Meistermixerin. Also kochen. Juhu, Leckermaul. Hilft dir alles nichts. Ta-ta-ta-ta. Man muss sie zur Arbeit 2 Tage bis zur Arbeit. Und er muss morgen um die gleiche Zeit. Wenn wir mal auch sagen, Runden schwimmen gehen. Und was für die Fitness getan wird. Und natürlich, wenn wir nicht vergessen dürfen, wozu haben wir denn die Musik, wenn wir sie nicht einschalten? Pop und Lautstärke ändern auf hoch. Oder nehmen wir nämlich Pop einen anderen Sender. Mal Blues. Platsch! Und das Wasser ist nicht übergelaufen. Da oben haben wir auch ein bisschen Fitness. Fitness haben wir hier oben auch. Das ist nicht verkehrt. Wie gesagt, das Haus habe ich aus der Galerie runtergeladen. Einfach mal so. Und zwar, weil das Haus, das hier stand, auf einmal nicht mehr da war. Ich weiß nicht. Das ist nach dem letzten Update geschehen, habe ich gar nicht gemerkt. Aber ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss, bis morgen. Bye, bye.